Das muntere Miniland ist gar nicht mal so munter, denn die ganzen Gegner hier, die haben es echt in sich. Wir sollten also auf jeden Fall aufpassen. Oh, das ist eine Kanone. Können wir jetzt wie bei Kirby da rein und dann so, wie? Ah, nee, oh, da kommen Bob-Oms raus. Oh! Perfekt! Perfekter Anfang. Ich wollte nur demonstrieren, dass die Gegner hier wirklich nicht munter sind. Genau. Das war's. Komm mal mit. Komm mal mit. Kann ich den nicht mitnehmen? Hier sind doch überall zerstörte Wände. Da, hier rechts sind so zerstörte Dinger. Oder kann ich nur, wenn ich auf ihn drauf springe? Ah, okay. Sehe ich denn, wenn er explodiert? Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Boom. Ah, schade, nur ein Block. Das war ein bisschen unlucky. Aber kriegen wir hin. Wir nehmen einfach einen weiteren. Lass ihn hier liegen. Ducken. Boom. Ja, okay, da hat eine ganz kleine Explosion. So eine Babyplosion. Und hier sagt der nächste. So, muss ich da hoch? Na! Alter. Oh, diesmal habe ich sogar die ganze Wand weggekommen. Cool. So, jetzt nochmal von vorne. Das mitnehmen. Ja, nicht viel bewegen. So. Schnell den roten Schalter aktivieren, den werden wir bestimmt noch brauchen. Oh, jetzt komme ich aber da nicht mehr ran, oder? Oh, doch, doch, schaffe ich. Okay, sehr gut. Verstehe, verstehe. Warum schnell den Bob-Arm? Der Schlüssel dreht sich. Das ist cool, das ist ein nettes Detail. Okay, ab zum Ziel. Okay. Ja, das Spiel wird ab jetzt auch ein bisschen kniffliger. Ich weiß, ich bin hier bisher sehr durchgespeedet. Aber jetzt wird es auch nicht mehr so einfach sein. Okay, da kann ich nicht durch. Die Donnerblöcke sind diesem Spiel solide. Kommt der runter? Nee. Okay, doch, der kommt runter, wenn ich den hier mache. Das war jetzt schlechtes Timing. Wartet, wartet. Jetzt. Genau. Oh, er zündet schon direkt. Kann das sein, dass er immer direkt zündet, wenn er Mario sieht? Das kann tatsächlich sein. Na gut, da oben. Da will ich gerne lang. Das wäre eine extra Challenge, würden die das so machen, dass man die Geschenke nur bekommen kann, wenn halt der jeweilige Schalter aktiviert ist. Zum Beispiel blaue Geschenke kannst du nur bekommen, wenn gerade der blaue Schalter dran ist. Sonst ist das irgendwie durchgestrichen oder so. Wow, das war knapp. Wieso habe ich den Jump nicht geschafft? Okay, die wollen unbedingt, dass ich den roten Schalter mache dafür. Verstehe. Gut, wenn es sein muss. So. Oh! Sehr convenient. Danke, Spiel. Ich habe mir gerade gedacht, oh nein, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Nope, zum Glück nicht. Haha! Yippie! Alright. Ich habe ja auch schon ein bisschen erwähnt, dass ich mir schon wünschen würde, dass sie auch den Vorgänger noch reintun als Remake. Aber mich interessiert gerade tatsächlich mehr, ob sie auch die Nachfolger reintun, weil die haben ja ein ganz anderes Gameplay. Das ist ja mit Touchscreen und dass du nur die Minis steuerst und alles. Oh, die Dinger aus 3D World. Die gibt es auch in Mario Maker. Ah, das ist cool. Die ändern immer je nach Farbe die Richtung. Beziehungsweise nur die in der gleichen Farbe haben, gehen an oder werden aktiviert. Ja, das ist cool. Das ist echt cool. So, jetzt rot. Dann haben wir es. Perfekt. Aber ja, manche Minigames. Nee, das klingt falsch. Mario vs. Donkey Kong Mini March Games. Sag ich mal so. Manche von denen sind gut. Nicht alle. Aber ich bin jetzt auch kein kompletter Hater. Ich finde, die haben es auf jeden Fall übertrieben. Deshalb jetzt auch seit mehreren Jahren keine neuen Games der Reihe kamen. Sehr verständlich. Ich habe es, wie gesagt, einfach übertrieben. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ah, das war jetzt nur für den gelben Schalter. Ah. Ja gut, jetzt muss ich aber erstmal herausfinden, wie ich da überhaupt den gelben Schalter wirklich ausnutze. Hier, mit dem Ding. Oh, ärgerlich. Oh, das ist ärgerlich. Ich... Was? Okay. Warte. Einen Moment. Ich kann hier jetzt lang. Ja. Ah, das ist ein Rückweg. Okay, und jetzt muss ich aber hier nochmal das hier machen. Okay. Habe ich nicht gecheckt. Wow! Wow! Bin im Speedrunner-Modus gerade drin. Habt ihr gesehen? Okay, aufpassen. Der Boden bricht zusammen.
Boah! 80% Time Save war das. Ich will auf die Leaderboards. Ganz nach oben. Auf die 1. Oh yeah! Guckt euch das Spiel, sagt, das ist perfekt. Ja, ihr könnt meine Time nicht verbessern. Jetzt haben wir wieder den gelben Vogel. Nicht mal den Lava-Vogel, sondern jetzt noch den gelben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt anders sind, die beiden. Irgendwie sind sie schon gleich, oder? Oh Gott, das ist ein langes Level. Okay, da oben ist das erste Geschenk. Oh. Ich glaube, das muss ich mir erstmal anschauen und verstehen. Machen wir mal den blauen Schalter. Wie soll ich an das Geschenk rankommen? So? Ah, verstehe. Ja, komm, mach dein blödes Ei. Eieiei. Ja, hä? Kann ich auf den draufspringen? Nein. Manchen Gegner kann man draufspringen. Auf dem Vogel definitiv nicht. Nee, aber ich verstehe irgendwie das Level gerade nicht. Obwohl, das ist ein Trampolin. Das könnte auch sein, dass ich das Trampolin benutzen muss. Komm mal mit. Schmeiß mal hoch. Ja. Das hat keinen Timer. Nur der Schlüssel hat einen Timer. Auch sehr gut zu wissen. Okay, perfekt. One-Up haben wir. So, nach oben. Jetzt den blauen Schalter. Oh, das ist ärgerlich. Aber kein Stress. Ist ja wie gesagt kein Zeitlimit hier. Was? Was muss ich denn jetzt machen? Wartet mal. Ja, lass mal hier. Dann rot. Ja, jetzt haben wir es hier. Aber das hilft nicht. Oder? Das ist noch nicht genug, glaube ich. Den in die Ecke, ja. Ach, jetzt geht's doch. Okay, wir hatten schon mal ein Level, wo so eine Leiter so halb ist, wie hier. Aber da konnten wir dann nicht auf der Leiter drauf. Jetzt hat's geklappt. Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Na gut. Oh, Cannonball. Wir haben jetzt Kanonen. Mit Angst. Wow. Wie komme ich da ran? Von unten? Kann ich auf den drauf springen, auf den Kanonen? Also auf den. Nein. In normalen Mario Games kannst du da drauf springen, kriegst du so einen kleinen Boost. Aber hier funktioniert das leider nicht. Ah, okay. Ich muss erstmal den blauen Schalter aktivieren, bevor ich da rankommen kann. Weil sonst weht er das einfach weg. Ich habe das Trampolin da am Anfang nicht gesehen. Aber jetzt, wo ich sehe, ist es für mich klar, wie Kloßbrühe was gemacht werden muss. Boing. Perfekt. Das haben wir es doch eigentlich, oder? Das können wir eigentlich direkt abhauen. Ah, nee, da oben ist noch was. Ach, oh, warte mal. Warte mal, das Trampolin brauchen wir ja nicht nur für. Puh, gut, das kann auch nach oben schießen. Brauchen wir nicht nur für das Geschenk, sondern auch fürs andere. Ja, verstehe. Okay. Hier nach oben mitnehmen. Mitnehmen. Hier lassen. Hier hoch. Ja, verstehe. Wir müssen erstmal den roten Schalter machen, damit wir mit dem Ding hier rüberkommen. Liegen lassen, hoch. Und ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Mitkommen. Jetzt mal ohne Witz, diese kleine Capsules. Kennt ihr diese Maschinen, wo ihr so ein Euro oder zwei reintut und dann dreht ihr dran und dann kommt so eine kleine Kapsel raus? Das stelle ich mir gerade vor mit den Minis. Das könnte man doch als Merchandise machen. Komm, Nintendo. Heiert mich. Ich hab hier krasse Merchandise-Ideen. Die haben ohne Witz, das können die wirklich machen. Und dann haben die alle so verschiedene Gesichtsausdrücke. Oder es sind verschiedene Minis. In späteren Teilen gibt es ja nicht nur den Mini-Mario hier, sondern auch noch, was gibt's denn alles? Es gibt Donkey Kong, Peach. So ziemlich alle eigentlich, oder? Ah, der macht... Aber das soll ich nicht machen. Ich weiß schon. Das soll ich noch nicht machen, oder? Oder doch? Soll ich das timen? Ich versuch's mal zu timen, nochmal. Da macht er... Ah, nicht ganz. Okay, warte. Einmal will ich es noch versuchen, sonst gucke ich mich nochmal um. Ob ich nicht doch was anderes tun soll. Jetzt!
Ja, es hat funktioniert. Okay. Sehr gut, jetzt können wir den nämlich mitnehmen. Oh, oh, oh. Komm her. Schnell, 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 schnell. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob man so machen soll. Aber es hat geklappt, deshalb beschwere ich mich nicht. Warte, kann ich den mitnehmen? In die Box? Oh, weg, 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 weg. Da habe ich ihn leider zu lange liegen lassen. Wie glücklich Mario immer springt. Ja, juhu. Tatsache, ich kann ihn mitnehmen. Cool. Okay. Holen wir uns gleich direkt den nächsten. Oh yeah. Oh yeah. Mario Time. Cool wäre es auch zu wissen, ob ich ihn direkt in die Box reinwerfen könnte. Aber ich würde jetzt auch die Zeit nicht verschwenden. Deshalb probiere ich es jetzt erstmal nicht. Plop. Okay. Ist das jetzt nur für die blaue Box, dass ich da irgendwie weiterkomme? Komm mal mit. Bleib mal da. Ich glaube, dann haben wir es sogar schon, oder? Ich find's auch lustig, die Bob-Oms, die haben von Natur aus direkt schon diesen Aufdreher hinten. Aber das passt hier perfekt vom Design her zum Spiel rein, weil alle Gegner hier so einen Aufdreher hinten haben. Das finde ich echt irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Ist so ein kleines Detail, was ganz nett ist. Oh Gott, was zur Hölle? Okay, noch verstehe ich das nicht. Komme ich da nicht hoch? Also ich würde auf jeden Fall hochkommen, wenn ich den hier mache. Ja, okay, nett. Okay, das hier, dann das hier. Ja. Dann kann ich durch die Wand, gut. Jetzt muss ich nochmal den roten aktivieren. Glaube ich. Ne, so. Bam, badam. Ja, das klappt, perfekt. Dann lande ich doch da oben drauf, oder? Nein, tue ich nicht. Habe ich das falsch gemacht? Oh Gott, ich sag mir jetzt aber nicht, ich habe es falsch gemacht. Na, obwohl, warte, vielleicht kann ich es von hier aus schaffen. Wenn ich hier den Trampolin, hier das Trampolin hinstelle. Oh, jetzt, hey, jetzt bin ich ja außerdem drauf gelandet. So, rot. Genau. Du klettern wir hier hoch, nehmen das mit nach rechts. Boing. Am besten da drauf, damit sich mal schießt. Ne, so funktioniert es leider nicht. Ah, durch die bunten Plattformen kann der aber schießen. Okay. Da komm mit. Nimm mit. Und lauf nicht weg. Jawohl, die Minis laufen jetzt weg. Die laufen nämlich mir hinterher. Dann werden wieder 6 Stück gesammelt. Kommt jetzt erstmal wieder dieses One-Up-Game oder können wir jetzt direkt den Marsch machen? Ich glaube, das One-Up-Game kommt immer wieder, oder? Ja, okay. Wirst du es ja auch immer zeigen. Wir machen ja hier ein 100% Let's Play. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Aber ja. So sieht es ja aus. Here we go. Guck ich an die Schüssel dran. Okay, warte. Von hier aus. Nein. Hey, hey. Come back. Yes. Wir haben ihn direkt. Aber noch nicht ins Ziel gehen. Hier sind noch ein paar One-Ups, die wir uns schnappen können. Oh, das ist nicht gut. Ach, schade. Ja, ich hätte erstmal, ohne den Schlüssel zu sammeln, auf die Kiste springen können und dann nach oben zum One-Up. Das habe ich jetzt leider verpasst. Also nicht perfekt, aber jetzt wisst ihr es ja besser. Ihr könnt jetzt besser machen. So, außerdem müssen wir jetzt den Minimarsch machen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwann wird er richtig schwer. Vor allem habe ich Angst, aus Versehen Mini umzubringen. Weil ich mir denke, okay, jetzt sind schon 5 drüber, der letzte wird es auch schaffen. Und dann habe ich den letzten aber liegen gelassen. Das war letztes Mal so. Und da war es nur Zufall. Dass das tatsächlich was Gutes war. Da komme ich nicht rüber. Oh, das ist sehr schlecht gerade. Komm mal her. Ich muss hier lang für den Schalter. Perfekt. Okay, jetzt dürft ihr hier rüber. Dürft alle rüber. Ja, komm, komm, komm. Jetzt rot. Die sind alle an einem Fleck. Whee! Perfekt. Wir haben schon das Tee. Okay, sehr gut. Ich glaube jetzt rot. Ne? Die müssen da hoch. Ah, ich verstehe, ich verstehe.
Nee, ich verstehe nicht. Wartet. Können die mir hier folgen? Ja, können sie. Wir müssen hier lang, Sportsfreunde. Das ist doch knapp. War das jetzt richtig? Wait. Wait. Gelb ist... Ist gelb falsch? Was? Worauf stand ich? Ich kann auf den stehen? Kann ich die mitnehmen? Nee, schade. Das wäre aber cool. Wieso kann ich auf den stehen? Na, ist auch egal. Wie mache ich das am besten? Vorhin haben die es selber fast von alleine geschafft, hier rüber zu kommen. Als ihr es gesehen habt. Aber jetzt bewegen die sich ja gar keinen Schritt mehr. Hä? Doch, jetzt sind die ein bisschen gegangen? Ein bisschen gehen die. Kommt mal her. Ja? Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwie sagen, hey, stop! So wie in Oddworld, einfach kurz sagen, hey, bleib mal stehen, Kumpel. Okay, warte. Das muss irgendwas mit diesen beiden Schaltern zu tun haben. Oh Gott, die Zeit! Nein! Was mache ich denn hier? Ich muss sie dazu bringen? Ah, warte, ich hab's, glaube ich. Ja, jetzt habe ich's. Oh mein Gott, das wird richtig knapp jetzt. Okay, kommt her, kommt her, kommt her. Rein da, rein da. Schnell, 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 schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitnehmen. Im letzten Moment ist es mir eingefallen. Wieso benutze ich nicht die ganze Map? Ich habe nur auf die obere Seite der Map geschaut. Und dann am Ende habe ich gesehen, warte mal. Ich muss irgendwie über diese Blume kommen. Ich darf da nicht oben mitkommen. Also sonst aktiviere ich automatisch den blauen Schalter und dann ist wieder alles von vorne. Puh, da musste ich jetzt ein bisschen länger nachdenken. Aber ist auch gut so. Jetzt geht's endlich mal ins Eingemachte. Was ist das denn hier? Ein Stachelfass? Oh. Okay, wow, hi. Bitteschön. Schenke ich dir. Du. Ey. Diese Tonnen, die verschwinden einfach, wenn ich nicht in der Hand bereithalte. Oh, 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 oh. Nein. Ah, ich habe keinen Schaden genommen. Einfach nur meinen Fass weggenommen. Das ist gut, das können wir machen. Das ist fein, das ist total fein. Bam! Das hat gezählt. Kumpel. Hättest du nicht ein bisschen warten können. Aber das wäre auch ein geiler Spielmodus so, gegen Freunde oder so. Wenn einer Donkey Kong spielt und der andere Mario, dann ist das hier dieses so eine Art von Level. Wisst ihr, was ich meine? Der eine kann halt so einen 5 Sekunden Cooldown oder so immer wieder den Schalter wechseln. Ne? Das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Ich frage mich, wie das ist, wenn man im Two-Player ist. Ob man dann die Leben sich teilt oder nicht. Weil das wäre echt nervig irgendwie. Weil das macht ja nur schwer, hier auf perfekt zu schaffen. Aber ich weiß es halt nicht. So, munteres Miniland. Abgeschlossen. Und wir gehen weiter. Welt 5. Gruselbilder. Come back, you big monkey. Wieso sagt ihr diese Voice dann eigentlich nicht mehr? Ich hab die so gefeiert im Original. Was zur Hölle? Schaut euch mal den Thwomp an. He has seen better days. Warum ist er so komisch? Was ist falsch mit ihm? Irgendwas ist falsch mit ihm. Nicht das Gesicht. Einfach. Ich glaube, es ist die Umrandung. Kann das sein? Irgendwas ist falsch mit ihm. Er sieht nicht richtig aus. Ich kann es euch aber nicht sagen. Aber wenn ihr schon mal ein neueres 2D-Mario gespielt habt, mit einem Thwomp drinne, dann wisst ihr, was ich meine, warum der anders aussieht. Das sieht doch an. Sein Gesicht ist irgendwie ganz anders. What the? Okay, jetzt verstehe ich, warum der anders ist. Er ist auch Spielzeug. Er ist so ein Spielzeug. Kann man sein Gesicht drehen. Aber das ist irgendwie cool. Am Anfang würde ich sagen, der sieht komisch aus. Mir gefällt sein Design hier nicht. Aber jetzt macht sein Design total Sinn. Der soll so aussehen. Warte mal, wo ist eigentlich das Geschenk hier? Wait. Bin ich blind? Oh, ich sehe es hinter ihm glitzern. Schaut mal da. Warte, kann ich jetzt nicht einfach...
Nein, das war stuck. Das ist gleich mal so gut. Wait. Was? Schmeiß mir den Schlüssel weg, den brauche ich gerade nicht mehr. Ich überlege gerade, wie ich das hier machen soll. So? Nee. Was? Ding, 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 ding. Hm? Ich versuche irgendwie gerade zum Schatz zu gelangen. Komm, komm. Okay, jetzt rüber. Rüber! Mhm. Jetzt ist die Frage. Ah, das schaffe ich eben nicht. Das habe ich halt eben überlegt, ob das... Das geht nicht. Das ist so... Nein, nee, das ist schlecht. Der soll ja nach oben. Komm, fall mal. Ja, schön. Zack. Nimm mit. Wie komme ich denn an dich dran? Vielleicht jetzt nochmal versuchen? Ja, warte, schmeiß mal weg. Komm, lass mal runter. Ach man, ich schaff das Timing nicht mehr. Warum auch immer. Rüber. Fall runter. Ah, vielleicht direkt springen, wenn er gerade ganz unten ist, weil dann berühre ich ihn vielleicht nicht. Also meine Idee wäre jetzt gewesen, folgende. Okay, das geht. Ich weiß nicht, ob man es so machen soll oder ob das die einfachste Art und Weise ist. Es klappt auf jeden Fall. Jetzt nächste Frage. Was tun? Okay, ich überlege. Ich glaube... Was ist das für ein Geräusch? Okay, warte mal. Ah, nee, dann fällt er hier hin. Das wollte ich gar nicht. Warte, andere Idee, andere Idee. Schnell rüberwerfen. Und jetzt das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, und zwar... Rüber. Ah, Mist, das habe ich nicht mehr, oder? Okay. Also, da oben drauf, dann Handstand, dann so rüber. Das mache ich eben. RIP. Mir ist die Zeit ausgegangen. Alles von vorne. Aua. Wartet mal, eine Sache will ich testen. Nee, okay, das geht nicht. Okay, ich hab's irgendwie jetzt endlich mal geschafft. Na komm. Okay, ja, also was ich mache hier, es funktioniert. Aber ich habe das starke Gefühl, das ist nicht, wie man es machen soll. Ich mach's wahrscheinlich gerade total kompliziert, oder? Aber, ich meine, solange es funktioniert, schätze ich, ist es doch gar nicht mal so schlecht. Das verkacke ich halt immer, dieses Timing. Das ist nicht... Oh Mann, eigentlich ist es nicht schwer. Ich weiß nicht, warum ich da so Probleme habe. Oh Gott, ey. Das ist echt stressig. Warum ist er jetzt da? Hau ab. Ah, jetzt habe ich mal einen Jump geschafft. So, rüber mit dem Ding. So, jetzt muss ich selber noch rüber schaffen. Okay, jetzt habe ich es endlich. Freunde, falls ihr mehr von solchen chaotischen Folgen sehen wollt, dann lasst ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Die Gruselvilla ist sehr gruselig. Ach, es geht noch weiter. Ich glaube, wir sind schon fertig. Okay, die Sachen kennen wir schon. Aber... Leute, der Mini-Schwumpf. Ist der nicht sogar aus... Wow. Ist der nicht sogar aus New Super Mario Bros. U? Ist der nicht aus dem Game? Was hab ich jetzt gemacht? Bin ich dumm? Warte, den blauen Schalter will ich doch anhaben. Wieso hab ich ihn ausgemacht? Okay, hau mal ab, hau mal ab, hau mal ab. Bam. Fall das an. Perfekt. Ich fall runter. Hab ihn. Ja. Jetzt. Hab ich's doch eigentlich, oder? Oder schaffe ich den Jump hier? Ja, schaffe ich. Perfekt. Boah. Das war viel länger als erwartet. Sorry für die Überlänge, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Oh yeah.